Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück bei Miscreated. Wir haben da vorne jetzt ein Fahrzeug gesehen, was sich irgendwie ein bisschen eigenartig bewegt. Es kann sein, dass da ein Spieler drin ist. Warum sollten wir vielleicht... ich rüste, glaube ich, mal besser wieder die Knifte aus. SHK, oder war das die hier? Ist eigentlich scheißegal, welche wir jetzt nehmen. Wir haben ja für beide Pistols jetzt Muni. Zumindest ein Magazin haben wir für die Pistol. Ist zwar nicht viel, aber könnte uns vielleicht den Arsch retten. Aber ich will ehrlich gesagt auch jetzt nicht sterben mit diesem verbuggten Auto. Also werde ich auch nicht direkt da reinlaufen. Weil das wird wahrscheinlich der Fall sein, dass wir deswegen sterben. Aber es sieht schon lustig aus, muss ich sagen. Ob hier ein Spieler rausgeflogen ist vom Server oder ob das Auto generell hier so rumspackt. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Lass mal das Fahrzeug da mal fahren. Scheiß drauf. So, fahren wir mal. Fahren wir mal, wollte ich gerade schon sagen. Gehen wir mal hier Richtung Pinecrest. Und hinter Pinecrest ist nämlich dieser Racetrack. Dann gucken wir uns das nämlich mal an. Steht da ein Auto? Das ist ein Schrotthaufen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es sind Schrotthaufen. Hätte ja ein fertiges Auto sein können. Das wäre cool gewesen, wenn wir hier ein Auto gefunden hätten. Aber das ist es leider nicht. Leider. Aber hier könnte man vielleicht was zu essen finden. Schon mal was zu saufen. Zu trinken ist immer was gut. Normalerweise liegt in den Regalen schon mal was. Aber selbst die sehen gerade ziemlich leer aus. Und die sind auch leer. Scheiße. Dann müssen wir halt noch ein bisschen weitergehen. Ich wollte ja sowieso zu dem Racetrack, von daher in die Richtung müsste ich sowieso laufen. Vielleicht haben wir ja Glück, noch in Pinecrest irgendwas Schönes zu futtern zu finden. Da vorne sehe ich wieder so einen komischen Mutanten. Da sehe ich sogar zwei Mutanten. Gehen wir noch ein bisschen mehr durch den Wald, dann dürfte er uns hoffentlich nicht sehen. Ganz ehrlich, wir sind so weit weg, der dürfte uns überhaupt nicht sehen können. Gucken wir mal, ob wir vielleicht zu diesem Supermarkt da hinkommen. Sind ja auch noch einige Wohnhäuser, also ich denke mal, wir werden hier schon irgendwo was zu essen finden. Okay, der scheint uns nicht gesehen zu haben, sehr schön. Oder? Ne, ich glaube, er hat uns nicht gesehen. So, Öl ist hier wieder einiges. Was war das? Ach, Schokoladenriegel. Ah, okay. Den schieben wir uns mal direkt in die Kauleiste. Noch ein Schokoladenriegel. Was haben wir hier? Erbsen, okay. Da wir jetzt etwas mehr tragen können, werde ich jetzt auch gucken, dass ich wirklich alles, was ich hier finde, ist das. Ah, Bandage, okay. Werde ich jetzt versuchen, alles mitzunehmen. Also manchmal hört sich das echt so an, als wäre hier noch einer. Alles mitnehmen. Ah, der Rucksack ist auch schon voll. Super.
schieben wir uns schon mal wieder was in die Kauleiste. Dann sind wir wenigstens jetzt wieder voll. Trinken, ja, ist bei 82%. Da kommen wir auch eine ganze Weile mit hin. Jetzt, oh, okay. Wir haben noch was gefunden. Na komm, das ziehen wir uns auch noch rein. Dann sind wir wenigstens wirklich komplett voll mit allem. So. Wenn ich mich jetzt nicht total täusche, müsste das hier dann zum Racetrack gehen. Hinter der Kurve quasi fängt der dann gleich an. Oh, der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Weg hier. Aber der ist ja noch weit genug weg. Also der dürfte uns eigentlich nicht eingeholt bekommen. Hinter uns. Der gibt nicht auf, der Kleine. Das ist echt wirklich richtig cool, wenn wir bei dem Racetrack was finden würden. Ich glaube, da ist irgendwas jetzt noch näher und bei mir fliegt gerade, glaube ich, ein Helikopter was aus. Also, wenn es etwas lauter ist, stört euch einfach nicht dran. Das ist ja... Das kann man leider nicht steuern, sagen wir es mal so. Auch wenn es schon mal geklimper ist. Ich sag mal, ihr habt das ja bestimmt auch bei euch, dass schon mal irgendjemand anderes noch im Hause, sondern irgendwie Krach macht. Aber damit müssen wir ja leider alle leben. Wir haben ja alle keine schalldichten Anlagen bzw. Räume. Ich jetzt hier richtig? Geht's da zum Racetrack? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Müsste aber eigentlich der Weg hier sein. Auch wenn er sich hier irgendwie komisch nach oben schlingert. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Ah, guck mal, vielleicht sehen wir ja ein bisschen mehr, wenn wir jetzt hier den Berg ein bisschen langlaufen noch. Ich meine eigentlich, der müsste weiter unten sein. Was nicht da unten das Teil? Das müsste der das ist doch der Racetrack, oder nicht? Oder täusche ich mich da jetzt? Das müsste der Racetrack doch sein. Ja, das ist der Racetrack. Sag ich doch, ich habe mir nicht vorstellen können, dass der Racetrack oben irgendwo auf dem Berg ist. Das ist auf jeden Fall eine coole Go-Kart-Piste. Müsste ich fragen, ob wir hier überhaupt was finden können. Das weiß ich nämlich nicht. Deshalb dachte ich mir einfach, gehen wir hier nochmal vorbei. Denn hier scheint aber nur Strecke zu sein. Vielleicht ja bei den Containern. Ein ziemlich kaputter Bulli. Hier sind auch ein paar Zelte. Oder da. Band, okay. Kann man das irgendwo dran machen? Ach, scheiße, war doch kein Mensch. Ich dachte, dass wir unter so einen Arm dran machen kannst, aber nicht um den Kopf setzen. Jo. Sieht aber nicht wirklich nach viel aus, ne? Vor allem frage ich mich gerade, wo sind die Fahrzeuge dafür? Mit denen man da eigentlich drüber pesen sollte? Nein, theoretisch. Natürlich bei einer Apokalypse denkt ja jetzt keiner dran, so da drüber zu fahren, ne? Aber ist ja egal. So, nehmen wir jetzt wieder die Taschenlampe. Da habe ich nix. Ja, dann auch nix. Küche. Oh, guck mal, ein dicker Blutfleck. Hier, Wasser. Im Badezimmer scheint auch nichts zu sein. Schränke sehen auch leer aus. Toll, da ist jetzt wieder ein Rucksack. Cargo Pants, was haben wir denn wohl für Hosen da dann? Das hat Cargo Pants, ach komm, lass ich an, scheiß drauf. Dafür will ich jetzt nicht extra alles umpacken müssen. Aber hier scheint auch sonst nichts drin zu sein, leider. So,
So, gucken wir doch mal gerade. Was haben wir hier sonst? Irgendwas noch in der Nähe? Wir könnten natürlich noch ein Stückchen hier den Strand lang laufen, weil da gibt es nämlich, glaube ich, auch irgendwo einen zerstörten Tower, wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte. Hä? Steht hier Tower? Wenn das funktionstüchtig wäre, das wäre so cool. Also aufsteigen kann man anscheinend nicht. Schade. Das wäre cool gewesen, weil dann hätte man hier einfach am Strand entlangfahren können mit dem Teil. Das wäre schon cool gewesen. Wie gesagt, ich laufe jetzt mal so ein bisschen hier den Strand entlang. Wirklich viel Sand sind, da finden wir jetzt hier eigentlich nicht, muss ich sagen. Da habe ich eigentlich gedacht, dass wir hier am Strand ein bisschen mehr Sand haben. Aber zumindest machen wir hier Spuren im Sand. Das ist ja auch schon mal was. Das kriegen nämlich viele Spiele trotzdem nicht hin, dass man richtige Sandspuren macht. So. Ich glaube, der Tower könnte ein ganzes Stückchen weiter weg sein. Wenn ich das nämlich richtig in Erinnerung habe, kommt hier erstmal ein bisschen Weg über die Berge und danach kommt erst ein ganzes Stück, wo wir was quasi finden könnten. Ist die Frage, ob das Sinn macht, ob wir nicht erstmal die Folge hier beenden und ich laufe erstmal ein Stückchen weiter. Dass wir dann da quasi weitermachen können. Ich glaube, das machen wir auch so. Also würde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein!